Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zur spaßigen Kugelei. Wir machen heute die letzte Runde und stellen uns noch ein paar Mal den Ball der Freude. Mal schauen, ob wir nochmal 3 Level schaffen. Könnte knapp werden, vielleicht mit ein bisschen Überlänge. Wären es nochmal 3, aber das könnte dann doch knapp werden. Wow. Na, hat's gezählt? Irgendwie nicht. Das war wieder zu krass. Zu nah dran. Da kommst du aus der Pause zurück. Und gleich die erste Kugelei verschissen, ne? Späme mich ein bisschen. Aber es ist, wie es ist. So. Weiter geht's. Weiter geht's. Habe ich das Objekt nicht aufgehoben? So, warte. Und dann hier dran. Ja. So geht's. Erfahrungspunkte und wo ist das Objekt? Ich will das Objekt noch eben aufheben. So, wenn wir hier schon so eine goldene Rune, ne, dann aber auch richtig, ne? Dann aber auch richtig. Ja, so, dann machen wir heute nochmal eine Runde, ne, das nützt nichts. Und danach geht's aber weiter, dann ist auch gut. Dann kann ich auch keine Kugeln mehr sehen, das gebe ich euch zu. Da treibt mich dann eine Kugelei. Dann waren das 2,5 Folgen. Ich glaube, das letzte Mal leveln war mehr. Da habe ich fast eine Woche durchgezogen, ne? Das waren, glaube ich, 4 Folgen, wo ich dann nur immer den Leuten hinterrücks in den Rücken reingeballert habe. Da gab es auch immer 2000 Erfahrungspunkte, aber es dauerte natürlich deutlich länger. Waren es überhaupt 2000? Ich glaube 1000 irgendwas, ne? Und man musste kämpfen. Hier musst du ja nichts machen. Hier reitest du runter und weichst einem Kügelchen aus. Was fast immer gut gelingt. So. Los geht's, los geht's, los geht's. Und dann wieder hier lang und dann da lang und dann hier lang. Und die Erfahrungspunkte kommen reingeäumelt, nicht wahr? So, und wieder zurück. So geht das voran. So ist das schön. Aber ich habe es trotzdem geschafft, ein paar Mal zu sterben. Ne? 3 Mal, glaube ich sogar. Bis ich den Move optimiert habe. Nach Optimierung des Moves ist das kein Problem mehr. Dann geht das easy. Dann geht das easy. So. Hier lang, hier lang, hier lang. Jo. Und so. Diesmal brauchen wir fast 29.000. Ich denke, danach werden wir die 30.000 knacken. Zack. Und weiter. Ich überlege, über was wir noch quatschen könnten. So. Man kann das wohl noch mehr optimieren, sobald die Kugel über den Abgrund rollt, zählt das wohl schon als tot und man kann dann schon die Zurücktransportation da einleiten. Aber ich warte immer, bis ich die Erfahrungspunkte sehe, beziehungsweise die Runen. Das ist mir einfach sicherer. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen. Ich spiele lieber safe, ne? Da wird von meiner Seite aus ganz klar safe geplayed. Wieder schön, wie diese Kugel immer runterrollt, das ist mega, mega schön. Mega, mega schön. Aber wer kommt wieder auf so eine Idee, ne? Da muss ja irgendeinem durch Zufall passiert sein, dass er da lang geritten ist und dann, oh mein Gott, da passiert irgendwas, ist ausgewichen. Und rollte dann. Sie rollte dann in den Abgrund und hat gesehen, Alter, 2000 Erfahrungspunkte, ob die Kugel wohl nochmal kommt. Ich probiere es mal aus und die Kugel kommt erneut. Und du denkst dir nur, geilo, so kommen die Erfahrungspunkte rein. So kommen die Erfahrungspunkte rein. Aber es erinnert mich von der Drögnis her so ein bisschen an das Farmen unserer Rüstung, oder? Kommt nah ran. So, aber es ist bald vorbei, Leute. Es ist bald vorbei. Noch 21 Minuten. Dann soll es das jetzt mal gewesen sein. Wir können ja dann irgendwann mal wieder eine Farming-Pause einlegen. Sollte es nochmal notwendig sein. Es ging an sich, kamen wir ja bis jetzt ganz gut durch. Und ich stelle mich jetzt ziemlich doof an, ne? Wenn man jetzt so ein richtiger Experte ist in dem Game. Ich glaube, wir sind schon ganz gut ausgerüstet, ne? Aber mal abwarten, wie der nächste Legacy Dungeon ist. Ich fand halt so gegen Ende hin, waren die Gegner schon ein bisschen übel. Aber kann halt, wie gesagt, auch meine eigene Doofheit sein, ne? Das will ich alles nicht beschreien. Oder verneinen oder ausschließen. Die Kugel habe ich inzwischen im Griff, du. Ich und die Kugel, wir sind eins. Lass mich jetzt mal meiner besseren Hälfte erzählen. Ich glaube, der kennt den Spot hier auch noch nicht. Das ist für ihn, glaube ich, auch neu. Der ist echt gut. Also muss ich echt sagen, der ist echt gut. Danke für den Tipp. Ich weiß leider nicht mehr, wer mir den gegeben hat. Christian hat mir 2, glaube ich, sogar genannt. Ich habe mir halt einfach nur eine Liste gemacht mit Farming-Spots.
Da waren sehr viele dabei. Zack, jawohl. So, dann kann ich ja mal ein Schlückchen Kaffee in der Zeit immer des Teleportierens trinken. Damit sich das lohnt. So. Ja, ansonsten, was gibt's noch zu erzählen? Bei mir steht jetzt bald wieder Urlaub an, ein Glück. Nächste Woche nochmal lohnen, dann habe ich wieder 2 Wochen Urlaub und ich werde diese Zeit wahrscheinlich nutzen, um Mass Effect Andromeda durchzuspielen. Erst hatte ich ja überlegt, ob ich da meinen Breath of the Wild Marathon nochmal angehen soll, aber nein, es wird Mass Effect Andromeda werden, ich denke mal. Weil einige warten drauf und freuen sich drauf und ich habe selber noch nicht gedaddelt. Insofern, damit ich dann das volle Mass Effect Programm mal gesehen habe, sollte man sich das wohl schon geben. Es ist wohl zwar nicht ganz so geil, aber so ganz so super schlimm ist es wohl auch nicht. Also, wir werden es uns einfach mal ansehen. Es ist auf jeden Fall in der Frostbite Engine. Sieht natürlich dann entsprechend gut aus. Schauen wir mal. Das wird auch wieder so ein Ding sein, da spielst du wieder nur wegen der Story, ne? Da machen wir uns nichts vor. So, einmal noch. Dann haben wir das nächste Level ab. Da geht es wieder an LP, glaube ich, ne? Dann wieder an Ausdauer oder umgekehrt. Ich weiß gar nicht mehr, was wir letztes Mal gemacht haben. Checken wir einfach gleich. Ist auch eigentlich gar nicht so wichtig. Wir brauchen beides. Sowohl Ausdauer als auch LP sind wichtig und richtig. Das dürfte jetzt reichen, ja? Das müsste fürs Level up reichen. Wir sind fast bei den 30.000. Überleg mal, 30.000 Runen in knapp 7 Minuten. Nicht mal. Verrückt. Das ist echt verrückt. Stufenanstieg. So, ich glaube, wir waren bei Kondition wieder. Ja, Kondition ist wieder angesagt. Aber wie wenig das bringt. Es erhöht die Ausdauer um 1. Um 1. Was ist da los? Egal. Bestätigen. Danach kommt wieder Kraft. Jetzt brauchen wir 29.000 Runen. Okay. Das sollte ja kein Problem sein. Wieder 7 Minuten, dann haben wir die. Und dann sind noch 10 Minuten Zeit. Das heißt, wir schaffen 3 Level heute. Wir schaffen 3 Level. Dann kommt wieder nochmal Kraft. Und ich mache, glaube ich, dahinter vielleicht sogar nochmal Kraft. Weil ich, glaube ich, sogar Leben ein bisschen mehr brauchen könnte als Kondition. Ich bin mir aber nicht sicher. Zack und los. Oh, langsam wird mir aber auch ein bisschen schwummerig, du. Muss auch gleich mal Pause machen. Das ist doch ein bisschen ermüdend. Erstaunlicherweise. Also es ist schon ein bisschen... Es zählt ein bisschen auf, dieses einfach nur da runterreiten, Kugel ausweichen. Runterreiten, Kugel ausweichen. Runterreiten, Kugel ausweichen. Ist echt nicht so spannend. Ne? Deswegen müssen wir noch über irgendwas quatschen. Sollte ja wenigstens noch ein bisschen Unterhaltung bekommen, ne? Zack! Überlege gerade, was gibt's denn noch? Was gibt's denn noch Spannendes? Ich weiß auch gar nicht, was kommt nur so an Games raus, auf die man sich freuen kann. Worauf freut ihr euch denn so noch, was so kommt? Es kommt ja bald der neue Pokémon-Teil raus. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt keinen Bock mehr auf Pokémon habe. Ich habe also es interessiert mich so gar nicht mehr. Ich wäre sonst mega Fan. Ich habe seit Pokémon Rot, habe ich sämtliche Pokémon-Editionen gespielt. Allesamt. Alle. Alle. Immer. Bin absoluter Fanboy, aber bin auch Realist. Also ich übe trotzdem Kritik an der Pokémon Company. Ich bin nicht so ein White Knight wie die anderen Bekloppten, die einfach alles absegnen, egal was Nintendo dahin stümpert, hier Game Freak. Und mit Pokémon-Legenden Arceus haben sie halt technisch schon gezeigt, dass sie es so gar nicht drauf haben. Das war einfach vom technischen Aspekt her richtig übel und mega das Grindy-Game. Aber okay, kann man Bock drauf haben. Ist, glaube ich, so zum selber Spielen noch ganz lustig. Zum Stream fand ich es ätzend langweilig. Weil du ja nur am Hochgrinden deines Pokémon-Dexes ist, da ist ja nichts mehr los. Keine richtigen Kämpfe mehr, gar nichts. Also du läufst eigentlich nur durch diese Welt und fängst Unmengen an Pokémon, um dir deinen Pokédex dazu ergrinden. Das ist so für nebenbei ganz nett und auch mal endlich mal aus dem normalen Trott raus. Ist auch voll schön, aber hat mich so irgendwie gar nicht abgeholt. Und technisch war es halt wirklich unterirdisch. Da muss man ganz ehrlich so sagen, das muss man so sagen. Da kann man White Knighten so viel man will, aber es ist technisch eine Vollkatastrophe. Hat nicht geklappt, oder? Doch, cool. Und ja, das neue Pokémon ist jetzt quasi dann das Gameplay von Pokémon Arceus. Also finde ich ja schon mal ganz gut.
wieder ein bisschen open-worldiger und man macht mehr in der Welt, statt immer in instanzierten Gebieten zu kämpfen und so. Das finde ich schon mal sehr löblich. Aber die Technik ist erneut sehr grenzwertig und ich habe Sorge. Das soll ja noch so Multiplayer-fähig sein, dass man auch noch zu dritt spielt und Nintendo und Online-Multiplayer, oh mein Gott. Das ist schon immer eine Katastrophe. Und ich sage ja auch immer, pre-ordert keine Games, macht das nicht. Und bei Pokémon habe ich es immer getan, weil ich die ja sowieso spiele, egal wie scheiße sie sind, ich habe sie immer gedaddelt. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich wirklich keinen Bock mehr habe. Ich habe es mir nicht mal gepre-ordert, gar nichts. Ich werde es, glaube ich, auch wahrscheinlich nicht spielen. Ich warte mal so ab, wie die Tests sind. Wenn es halt lustig kacke ist, dann kann man es vielleicht doch mal durchziehen, um die cringige Story zu erleben und dann halt sich ein bisschen über die technischen Fehler lustig zu machen. Das könnte ganz spaßig werden, aber man will die eigentlich nicht mehr unterstützen mit Kohle, weil die müssen halt langsam mal lernen, dass irgendwann muss man sich als Firma auch mal weiterentwickeln. Die haben so viel Geld, die können es problemlos sich leisten, ein paar vernünftige Entwickler einzustellen, die sich mit 3D-Entwicklung auch auskennen, die so eine Engine auch handeln können, ja. Wer da ein bisschen Interesse dran hat, sich da mal näher reinzuarbeiten, warum und was da so alles scheiße ist, kann ich nur die Videos von Sam Zockt empfehlen. Der arbeitet das immer ziemlich gut auf, warum technisch Pokémon halt einfach echt unterirdisch ist. Und das zieht so ziemlich jedem White Knight Fanboy dann halt auch entsprechend jeden Wind aus den Segeln, weil, was willst du denn dagegen argumentieren? Ja? Man kann dann immer nur, das einzige Argument ist, ja, Grafik ist nicht alles, das stimmt auch, aber ich habe einen gewissen Anspruch, kann ich an eine Firma legen, die zum einen 60 Euro für das Spiel verlangt und zum anderen die fucking eine der reichsten Firmen überhaupt ist. Die werden auch wohl genug Geld haben, sich mal ein paar Entwickler einzustellen, um mal was abzuliefern, was halbwegs technisch brauchbar ist, ne? Aber naja, wir werden sehen, ich bin mal gespannt, da geht's dann wieder los. Diese ganze Pokémon-Bubble ist auch so toxisch und fürchterlich, da willst du auch nichts mehr mit zu tun haben. Du kannst das ja nicht einfach mal spielen und Kritik äußern, die rasten ja alle komplett aus. Und dann drehen sie auf Twitter immer durch. Es ist alles so Kindergarten. Das nervt mich einfach. Da bin ich einfach zu alt für. Ohne Scheiß. So einen Scheiß habe ich keine Zeit mehr. Was soll denn das? Ne? Aber so sind sie, die Gamers. So sind sie. So sind sie. Was willst du machen? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch aufs neue Pokémon freut, ob ihr es euch vorbestellt habt und ob ihr es trotzdem daddeln werdet oder ob ihr halt auch aber seht, dass da irgendwie technisch vielleicht doch irgendwie Probleme herrschen und man da vielleicht mal bei müsste. Haut es mir mal gerne in die Kommentare. Ja, ist sonst noch so los? Ich überlege mal noch so ein bisschen. Ich überlege gerade. Neues Mafia ist angekündigt worden. Neuer Teil. Also kein Remake mehr oder so, sondern wirklich der nächste, vierte Teil. Ich hoffe, er orientiert sich wieder mehr an Teil 1 von Story und Setting und Zeit. So, Teil 2 war ja auch noch okay, aber Mafia Teil 3, Alter. Das war ein Grindfest. Ich habe es komplett durchgespielt, weil ich hatte es mir gekauft. Ich weiß noch, ich konnte es erst 3 Tage lang nicht spielen, weil das Game immer abgestürzt ist. Und was war der Grund? Ich musste die vorinstallierte Skype-App von Windows 10 deinstallieren, weil die einen Videocodec installiert, mit dem dann Mafia 3 nicht klarkam. Und da hat der Entwickler 3 Tage gebraucht, um das rauszufinden, um den Leuten das beizupulen. Es konnten ganz viele Leute halt von Release an nicht spielen, weil das einfach nicht gestartet ist. Und es war die Skype-App. Hast du die Skype-App deinstalliert, die du eh nicht benutzt, die halt scheiß Microsoft meint, ich schieb dir die mal eben in deinen Arsch rein, weil ist halt so, nimm das, Bloatware-Müll. Ja, da hast du die deinstalliert und schwupp, da ging's auch schon. Aber naja, besser wäre es, glaube ich, gewesen, wenn es halt nicht geklappt hätte, weil so konnte ich dann das Spiel erleben. Und was soll man sagen, es war leider echt nicht gut. Also die Main-Missionen, diese 6 oder was das waren, die waren toll, aber dazwischen hast du dann immer das Gleiche gemacht. Du hast jeden Stadtteil ja sozusagen befreit. Musstest dann immer die gleichen Grind-Sachen machen, Leute beschatten, Autos klauen, es war immer das gleiche, Überfälle, immer das gleiche, immer und immer und immer wieder. Und wenn du dann genug Respekt in einem Stadtteil zusammen hattest, dann durftest du mit dem Obermoss des Stadtteils reden und für den hast du dann eine coole Mission gemacht. Das waren dann auch echt coole Missionen. Aber meine Fresse, das sah nicht gut aus, es spielte sich nicht gut und boah, war das ein Grindfest. Alter. Das habe ich auch so. Das waren so Grinddinger, die kannst du mal nebenbei spielen, wenn du dir Podcasts oder so reinziehst. Ich habe mir da irgendwelche Streams und so nebenbei reingezogen. Und dann ist das so Beiwerk, ne? Dann kannst du das mal machen. Aber das war wirklich fürchterlich und ich hoffe, die besinnen sich zurück zu den guten alten Spielen. Das würde mich sehr freuen, weil ein schönes, geiles neues Mafia, das hätte die Reihe wirklich verdient. Und da gibt es auch genug Leute, die das gerne hätten. So, wir können wieder. Und dann haben wir immer noch 10 Minuten, das reicht wirklich locker für noch eins. Geilomat. Dann ist mein Ziel ja erreicht und wir sind sogar noch einen drüber. So, Stufenaufstieg. Ich würde jetzt einmal nochmal wieder auf Kraft gehen, dann haben wir nämlich die 1000 voll und dann machen wir danach jetzt gleich noch einmal Ausdauer. Und dann soll es erstmal passen, würde ich sagen.
So, 30.000 Runen werden jetzt benötigt. Cool. Los geht's. Das schaffen wir noch in den 9 Minuten. Und danach wird aber wieder erkundet. Ich muss auch echt gestehen, ich freue mich dann auch, wenn es gleich wieder losgeht, ne? Wenn wir wieder ein bisschen durch die Gegend latschen. Sollte es dann irgendwann mal notwendig sein, können wir ja gerne nochmal hier wieder eine Levelrunde einlegen, so 2-3 Folgen. Es geht ja wirklich schnell, also muss man ja immerhin sagen, es geht wirklich zügig von der Pfote. Wenn du dann erstmal diesen Move gemeistert hast, dann geht das ja ratzfatz. Das ist ja hart lächerlich, wie ich hier gerade die Runen reinkriege. Verrückt. Verrückt, verrückt. So. Ja, wir können dann gerne auch noch ein bisschen Backtracking machen, sollte ich irgendwo Höhlen und so weiter vergessen haben. Das kommt ja immer mal vor in den alten Gebieten. Wenn ihr da irgendwas bemerkt habt oder so, haut es mir einfach in die Kommentare rein. Dann gehen wir da auch gerne nochmal wieder lang. Und ansonsten gehe ich dann jetzt gleich durch diesen Nebelwald und schau mal, was da so abgeht. Ne? Da waren viele von diesen lustigen Geisterviechern. Viele von diesen großen Krebsen sind am Start. Da werden wir bestimmt noch ein paar Mal drauf gehen, weil also die Solo, da bin ich ja mal gespannt. Ich hoffe, ich kann da meine Verstärkungsgeister rufen, weil sonst... Wow. Sehe ich das nicht unbedingt, ne? So. Ihr seht aber, ich habe das echt optimiert hier, ne? Das läuft jetzt. Bin ein bisschen stolz. Das ist jetzt im Griff. So. Zack. Tja, ich überlege mal, was gibt's denn noch, was mich so beschäftigt aktuell? Überlegen, überlegen, überlegen. Irgendwie filmemäßig irgendwas, worauf ich mich freue. Ich glaube, ich gucke gar nicht mehr so viele Filme, muss ich echt sagen. Ich habe in der Zeit auf der Couch mit Corona habe ich Parks and Recreation jetzt endlich angefangen. Beziehungsweise auch fast beendet. Mein Bruder hat mir das mal empfohlen und der feierte das voll ab. Das ist von den Typen, die The Office gemacht haben. Da geht es dann aber über so eine Parkbehörde. Ist von den Vibes her ähnlich wie The Office, aber nicht ganz so fremdscharmmäßig. Ich finde The Office, da kriegst du beim Angucken oft richtig den Cringe und Fremdscharm. Das hast du bei Parks and Recreation nicht. Und ich finde die Charaktere da lustiger. Also alleine Ron Swanson, Alter, das ist echt mein Spirit Animal geworden. Der Typ ist einfach der Hammer. Ja, gibt's auf Amazon, muss man aber kaufen. Es gibt aber jetzt auch dieses Freevee oder so heißt das. Das ist irgendwie diese freie Kiste von Amazon. Da kann man sich dann Serien gratis angucken, dafür kommt aber Werbung. Finde ich aber so ein ganz netter Deal. Weil du dann die Serie, weil sonst kostet eine Staffel 20 Euro. Und wenn du die nur einmal gucken willst, dann erträgst du da halt kurz Werbung, mein Gott. Finde ich, ist ein fairer Deal. Ich hab's aber mir gekauft. Ich weiß, weil ich hatte keinen Bock auf Werbung. Ich wollte es eh haben. Und ja. Aber ich bin kein Freund davon, digitale Inhalte zu kaufen. Weil das mit den Lizenzen immer von Arsch ist. Wenn du eine DVD hast, die kannst du dir ins Regal stellen oder eine Blu-ray. Die gehört dir. Die kannst du dir auch in 20 Jahren noch angucken, wenn der Datenträger nicht im Arsch ist, ja. Aber wir haben es jetzt ja schon oft genug gehabt. Dann hast du irgendwelche Serien im Sony Store gekauft. Ja, Sony, da laufen die Rechte aus. Zack. Da werden die einfach aus der Library wieder entfernt, ne? Kohle kriegst du natürlich nicht zurück, ist ja ganz klar. Das finde ich also, das ist halt das Problem, was ich mit diesen digitalen Inhalten habe. Genau wie digitale Games kaufen. Du kaufst ja nur Lizenzen. Und wenn irgendwann die Firma sagt, so, die Lizenz ist ausgelaufen oder sie wird Steam entzogen, dann wird das Spiel aus Steam rausgehauen und dann ist weg. Ne? Das kannst du überall haben. Du kannst auch im Epic Games haben. Das ist kein Steam-Problem oder so, das ist einfach generell ein Problem von digitaler Distribution. Wenn ich mir ein Spiel auf einer Hülle, also in einer Blu-ray oder DVD kaufe, dann kann ich das Spiel auch noch 10 Jahre später reinlegen, wenn es nicht Always On hat und der Server dann nicht mehr existiert, ne? Das gibt's ja dann auch noch. Kaufst du dir irgendwas auf einer Disk und, tja, Server ist nicht mehr da, kannst die Scheiße trotzdem nicht spielen. Das ist halt das Leid vom modernen Gaming, ne? Ist ja nicht nur das Problem für die Spieler und Spielerinnen, die das dann nicht mehr spielen können, sondern es gibt ja dann auch so eine Organisation, die Spiele, ja, wie nennt man das denn auf Deutsch? Ich überlege gerade. Die Spiele halt aufbewahren und archivieren sozusagen. Und das geht natürlich schwierig mit digitalen Spielen. Und zum Beispiel das Schließen des E-Stores von Nintendo hat ja dafür gesorgt, dass ganz, ganz viele digitale Inhalte einfach verschwinden. Die kannst du auch nicht mehr erwerben, weil diese Spiele gab es nur digital im E-Store für zum Beispiel Nintendo 3DS. Jetzt ist der E-Store geschlossen worden. Ja, kommst nicht mehr ran, ne? Thema ist durch. Upsala. Und das ist halt schade, ne? Das ist halt schade. Aber dies ist das Problem der heutigen Generation, ne? Und dem modernen Spielevertrieb. Aber ich habe jetzt auch aufgehört, Sachen zu sammeln. Also früher war es so, nee, ich kaufe mir gar nichts digital. Inzwischen, keine Ahnung, also hier Steam sowieso, auf dem Computer kaufe ich gar keine Boxversion mehr, weil es halt, ist ja lächerlich. Du kaufst dir eine Boxversion und da drin ist dann eine CD?
Auf der CD befindet sich ein 6 MB großer Installer, der eigentlich nur Steam startet. Ja, mehr ist es nicht. Da sind keine Spielfiles mehr drauf. Und es ist ein Key in der Hülle. Das ist dann der Steam-Key. Also im Grunde hast du es dann eh nur in Steam. Also dann kann ich es mir auch gleich in Steam kaufen, weißt du? Deswegen, was Computer angeht, da bin ich, wenn es nicht eine geile, fancy Collector's Edition gibt, die ich haben möchte, und meistens ist da inzwischen aber auch nur noch Müll drin, den man nicht braucht, dann kaufe ich das direkt bei Steam. Bei Konsole gucke ich immer, dass ich immer noch die Disc-Version bekomme und kaufe dann, präferiert dann doch eher noch die CD-Version. Aber wenn man zum Beispiel spontan Bock auf irgendwas hat, letztens hatten Schatz und ich hatte mir Lego Star Wars, die Star Wars Skywalker Saga dafür für einen PC organisiert und wir hatten dann voll Bock, das dann doch zusammen zu daddeln und dann wäre natürlich Playsee irgendwie geiler und dann musste man das halt spontan irgendwie haben. Da habe ich jetzt dann auch nicht die Box-Version bei Amazon bestellt und gewartet, sondern dann hat es halt dann doch digital gekauft, damit du sofort loslegen kannst, ne? Also es kommt vor. Aber bei Konsolen, wie gesagt, da versuche ich das echt noch zu vermeiden. So Leute, noch zweimal, dann haben wir's. Na, dann gehen wir gleich nochmal auf Ausdauer. Und dann soll es das erstmal gewesen sein. Hier kann man auch gut Runen fahren, wenn man sich irgendwas kaufen will, ne? Wenn man irgendwie unbedingt Geld braucht, um irgendwas zu kaufen noch eben schnell. Oder man ist ganz nah beim nächsten Level up und möchte eben noch schnell 4000 oder 10.000 Runen haben fürs nächste Level up. Dann können wir uns hieran erinnern und können einfach jederzeit wieder zurückkehren. Bevor man sich nämlich dann in was Gefährliches wagt und viele Runen verliert, weißt du? Dann gehst du hier lieber nochmal hin und füllst eben auf. Eigentlich ganz geil. So. Nun haben wir es aber gleich. Einmal noch, dann leveln wir kurz. Und dann soll es dit gewesen sein und dann wird endlich wieder erforscht. Ich freue mich jetzt auch gleich durch die Gegend zu reichen. Ohne Spaß. Ich freue mich. Man könnte natürlich noch 5 Level machen, ne? Aber nein, das tue ich euch und mir nicht an. Das reicht jetzt erstmal. So. Wunderbar. Zurück ans Feuer. Dann setzen wir uns einmal hin. Waren wir eigentlich hier drin in diesem Turm? Ich erinnere mich gar nicht mehr. Ging das noch nicht? So, erstmal hinsetzen. Ausdauer war jetzt, glaube ich, angesagt, ne? War das das? Kondition? Ich glaube schon, brauchen wir Stärke auch? Nicht wirklich. Erhöht halt Immunität, ne? Verteidigungskraft wird erhöht. Wir hätten vielleicht auch mal ein bisschen Stärke ballern sollen. Stärke muss bei mir auf 21. Oh. Dann wäre das für mein Bild schon fertig. Man könnte natürlich jetzt sagen, okay, wir bringen den Stärkebild eben noch ans Ende, aber dann sind wir nochmal eine Runde am Leveln, ohne Spaß. Hab ich einfach keinen Bock drauf. Aber ist schon gerade ein bisschen sexy, ne? Das wäre nochmal 3 Level, dann wären wir bei 75, dann wäre mein Stärkewert auch auf dem, wo er final sein soll. Danach ist nur noch ein bisschen Kondition, ein bisschen Kraft und danach alles in Geschick rein. Erhöht natürlich wirklich noch ein bisschen Abwehr und das ist nicht zu knapp, ne? Oh, ich glaube, ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann echt nicht noch mehr im Kreis laufen. Nee. Ich weiß nicht. Das wäre nochmal eine ganze Folge. Nur nochmal im Kreis laufen. Aber dann hätten wir den Stärkewert voll. Bringt ihr mich um, wenn ich das mache? Das macht ihr, ne? Ihr bringt mich um, wenn ich das mache. 3 Level nochmal. Wäre nochmal 3 fickende Level. Dann wäre der Stärkewert auch voll. Ich bin echt unentschlossen. Okay, ich mache jetzt nochmal die letzten Minuten, die wir noch haben und sinniere darüber, ob ich mir noch eine Folge antue, um eben diese 3 Stärke-Level zu machen und Level 75 zu erreichen. Habe ich noch genug, um mit euch zu quatschen? Ihr kotzt ab, alle. Ihr kotzt ab, ich kotze ab. Wir kotzen alle ab. Wollen wir abkotzen? Wir wollen nicht abkotzen. Wir wollen uns doch nicht quälen. Oder? Oder doch? Ich weiß es nicht. Alter, die Leute drehen durch. Noch eine Folge. 3 Folgen die Woche überspringen, weil der Fuchs nur gelevelt hat, ey. Aber wir hatten es ja auch angesagt, dass wir das mal machen müssen. 3 mal noch Stärke, dann hätten wir eigentlich noch ein bisschen... Das bringt nochmal ordentlich Widerstandskräfte. Da sind wir, glaube ich, wirklich gut gerüstet. Ernsthaft, Leute. Ich habe aber auch keinen Bock mehr. Aber ich glaube... Ich glaube, ich ziehe noch eine Folge durch. Kotzt ihr jetzt ab, ihr schreit, ne? Ihr haut mir ja in den Kommentaren jetzt richtig den Hass entgegen. Der wird mir entgegen splattern. Aber ich glaube, ich mache mir gleich noch einen schönen heißen Kaffee, weißt du? Richtig großen. Und dann gehen wir es noch einmal an. Dann quatschen wir noch über ein paar, über Gott und die Welt. Schaffen nochmal 3 Level.
Und dann erforschen wir. Dann haben wir noch 2 Folgen des Erforschens für diese Woche. Und danach ist ja erstmal richtig lange wieder Progress. Dann wird ja jetzt echt mal wirklich lange nicht mehr gelevelt, weil dann haben wir alles, was wir brauchen. Ja, der Rest ist dann wieder so on the fly, da machen wir nochmal ein bisschen Stärke und Ausdauer. Ich würde sagen, Geschick hebe ich mir echt noch ein bisschen auf, oder? Das können wir dann zum Schluss maxen. Dass wir erstmal den anderen Kram maxen, der so zwischendurch anfällt, weil wir haben jetzt erstmal die Waffe der Wahl. Bis wir zu der Waffe kommen, die ich später tragen soll. Ich glaube, die kriegen wir vom Endboss oder so, keine Ahnung. Das dauert noch ewig. Ich denke, das ist ein guter Plan. Würde ich sagen. So, einmal machen wir noch, dann brechen wir für heute. Upala. Und dann könnt ihr mich jetzt echt steinigen in den Kommentaren, ist okay. Ich habe mein Wort nicht gehalten und weil ich jetzt doch irgendwie Bock habe, eben die Stärke noch auf 3 Level zu pumpen, ziehen wir es nochmal eine Folge durch. Es hilft nichts. Es nützt nichts, Leute. Es nützt nichts, es muss sein. Und dann haben wir es aber. Ich verspreche und schwöre, dass es dann vorbei ist, ja. Ich überlege mir auch extra jetzt noch irgendwas, über das wir reden können, damit es nicht ganz so dröge ist. Weil, also ganz ehrlich, ich bin euch nicht böse, wenn ihr den Kram einfach überspringt. Aber ich bin halt, bei meinen Let's Plays ist es so, ich schneide nichts raus. Ich sage immer, wenn ich dann irgendwie grinde, dann grindet ihr mit mir, weißt du, das ist dann so. Man kann es ja überspringen. Ist halt nur für diejenigen doof, die gerne Progress sehen wollen, weil die dann 3 Tage überspringen und kein neues Futter bekommen, ne? Kann ich auch verstehen. Tut mir auch wirklich leid. Meine Lieben, egal, es nützt nichts. Wir machen jetzt an dieser Stelle einen kleinen gemütlichen Break. Ich bedanke mich bei allen, bei denen es gefallen hat und auch bei allen, denen es nicht gefallen hat. Lasst mir bitte entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch ganz viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.